Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf Shorts. Aber bevor wir dazu kommen, kommt erstmal unsere allerliebste Liebe-Grüße-Runde. Liebe Grüße an Linda, an Theresa, an Leopoli Meyer, an Dragon Brothers und Isila Sinmitz. Ich hoffe, ich habe euren Namen richtig ausgesprochen. Mua, Kuss an euch und wir fangen mit dem Video an. Oh mein Gott, er hat sich gemeldet! Wer, dein Crush? Nee. Ihr Sohn hat sich bei mir gemeldet. Wer ist das? Schön, bin und sein Geld gefunden habe. Er hat mir also geschrieben, Mom, wie hast du eigentlich Dad kennengelernt? Ich habe ihn gestalkt. Das heißt stalken. Beziehungsweise ich habe seine Adresse halt herausgefunden. Naja, eigentlich stehen die hier drauf und er hat mir nochmal per E-Mail seine Adresse gegeben. In der Nachricht hat er auch geschrieben, dass er das Video richtig lustig fand. Und seiner Mom hat es auch gefallen. Das Ding ist, ich habe diesen Geldbeutel schon echt lange hier. Mann, ich bin zeitlich einfach nicht dazu gekommen. Aber ist doch besser so, weil jetzt haben wir Kontakt. Ich mache dieser wunderschönen Frau ein kleines Geschenk. Was bedeutet, ich scanne das Bild von seiner Mutter ein? Arbeite das Ganze? Ich habe natürlich noch ein paar Anpassungen gemacht. Aber ich habe Luca natürlich gefragt, ob das okay ist. Aber er hat halt nein gesagt. Druck es auf Spezialfolie. Nimm ein neues T-Shirt. Nur noch ausschneiden und draufdrucken. Nice. Das beste T-Shirt ever. Das seht ihr in meiner Story. Spaß. Hat sie nicht gemacht. Wenn die Mom das irgendwie... Ich hoffe, die Frau ist einfach cool und sagt da nichts dagegen. Und vor allem habe ich auch immer Angst, meins zu verlieren, weil ich vertraue irgendwie Menschen nicht, dass sie wirklich irgendwie meine Sachen drin lassen und mir wirklich mein Portemonnaie zurückgeben. Irgendwie gehe ich immer vom Negativen in der Gesellschaft aus. Dieses Video wird dich glücklich machen, denn das sind die drei glücklichsten Orte der Welt. Platz 3, Island. Laut World Happiness Report, wo die Leute nach ihrer Lebensqualität befragt wurden, belegt Island Platz 3. Oh, Island ist echt schön. Und das, obwohl die Menschen dort relativ viel arbeiten und es ziemlich kalt ist, nicht aber im Herzen der Menschen. Platz 2, Dänemark. Denn die Dänen haben sogar ein Wort dafür. Hegelig. Zeig dieses Video deinem Liebsten und sag zu ihm, bei dir fühle ich mich hegelig. Heißt so viel wie geborgen und gemütlich. Und chillen tun die Dänen viel und essen dabei Butterkekse. Und geil. Platz Nummer 1, Trommelwirbel. Schalke. Ach nee, das war die Abschlusstabelle rückwärts, sondern Finnland. Und das ist auch logisch, denn Finnland ist ein sehr großes Land mit wenigen Menschen. Man kann sich also leicht aus dem Weg gehen. Ansonsten trifft man sich nackt in der Sauna und da wäre es ziemlich blöd, Stress zu machen. Was man danach beim Anblick der Polarlichter vergisst. Deutschland ist übrigens auf Platz 16. Wir müssen also noch deutlich hegeliger werden. Deutschland ist wirklich auf Platz 16? Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie aber, dass es sogar weiter unten ist. Ich glaube, mein glücklichster Ort der Welt ist mein Bett. Ich liebe es zu schlafen, ich liebe es zu chillen. Aber hier bin ich auch ziemlich glücklich auf der Arbeit, im Büro. Das ist einer meiner Lieblingsräume überhaupt. Und einfach bei meiner Fam zu chillen. Ist auch so ein glücklicher Ort. Bei meiner Familie. Was sind eure Top 3 glücklichsten Orte? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Okay, wir schauen weiter. 4 Tipps, wenn ein Mensch stirbt, der mir sehr nahe steht. Speichert euch das Video für den traurigen Fall, dass ihr es brauchen solltet. Tipp Nummer 1. Auch wenn es schwer ist, schau den Verstorbenen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall nochmal an und verabschiede dich. Den geliebten Menschen tot vor einem Sarg liegen zu sehen. Was ist das jetzt für ein Video? Ist mit Sicherheit eines der schwersten Dinge, die es gibt, hilft aber, das Geschehene zu begreifen. Sei geduldig. Trauern dauert. Das ist ein Prozess. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Der eine trauert ein Jahr lang und ist dann irgendwie über den Berg und der andere trauert sein ganzes Leben lang. Verdräng die Trauer nicht. So tun, als wäre nichts, bringt nichts. Versuch die Gefühle zuzulassen und red vielleicht mit einer Person aus deinem Umfeld darüber. Manchmal hilft es einfach schon sehr, seine Gedanken loszuwerden. Trauer ist individuell. Jeder trauert irgendwie anders und das ist auch völlig okay so. Während der eine lieber allein im Zimmer sitzt und weint, ist der andere vielleicht unterwegs und unternimmt irgendwelche Dinge. Habt ihr schon mal jemanden verloren? Schickt das Video auf jeden Fall irgendjemand, der es vielleicht brauchen könnte. Weil das waren sie. Ich habe richtig krasse Verlustängste. Vor allem bei Menschen, die mir halt wirklich nah sind. Okay, ich lenke mich ein bisschen ab mit anderen Videos, aber das ist gut, dass es solche Tipps gegeben hat. Unser neuer Babybrei. Erste Werbung für Babybrei. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Cut! Babys? Herr Hopp, es heißt für Babys. Und was habe ich gesagt? Sie sagten aus Babys. Und wir wollen doch nicht, dass jemand denkt, dass wir Babys in unsere Produkten verarbeiten. Na schönem, ich meine, warum haben wir es dann Babybrei genannt? Weil es ist für Babys. Schön, sehr verwirrend, aber okay. Action! Unser neuer Babybrei. Für Babys, von Babys. Cut! Von ja, Babys. Fast. Allerdings könnte man jetzt denken, dass wir Babys in unseren Fabriken arbeiten lassen. Ganz recht. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein. Tun Sie nicht. Nein, tue ich nicht. Hallo, ich hasse Babys. Ja, nein, Sie lieben Babys. Hallo, ich liebe Ihr Baby. Das war so gruselig und man hat nicht mal den Babybrei gesehen. Das hier könnte Ihr Baby sein. Okay, wer hat das Licht geändert? Können wir mal kurz darüber sprechen, wie eklig das eigentlich schmeckt? Ich dachte immer, wenn irgendwie Babys aus der Familie oder Bekannten irgendwie damit gefüttert wurden, dass es lecker schmeckt. Ne? Ich habe das einmal probiert. Digga, das ist so eklig. Du, das ist ja kein Salz drin, nichts drin. Habt ihr mal Möhrenbrei probiert?
Digga, Babys tun mir so leid. Ich weiß jetzt, warum die so viel heulen. Weil die so eine Scheiße essen müssen. Ich glaube, der einzige Babybrei, der gut schmeckt, ist wahrscheinlich so Apfel oder so. So hört es sich an, wenn du jeden Tag um Luft kämpfst und kurz vorm Ersticken bist. Grund hierfür ist die Zucht von brachycephalen Rassen. Mit ihren Glubschaugen und ihrem Babyface sprechen sie viele an. Leider ist vielen Menschen nicht bewusst, was für ein Leiden sich hinter diesem anatomischen Chaos verbirgt. Aufgrund der Falten ist die Haut oftmals nicht ausreichend belüftet und entzündet. Die Nasenlöcher sind oftmals viel zu klein und das Gaumensegel verlängert und verdickt. Aufgrund des ständigen Unterdrucks der Atmung zeigen ganz viele Hunde auch ganz schlimme Magenprobleme. Aber manchmal gibt es ja auch einen Moment der Stille, zum Beispiel, wenn wir sie intubieren, um ein CT zu fahren. Es ist wahrscheinlich der erste Moment seines Lebens, dass dieser Hund gut Luft bekommt und nicht Angst haben muss, er würde jeden Moment ersticken. Auf Instagram habe ich euch mal den Vergleich eines anatomisch gesunden Kopfes im Vergleich zu einer brachycephalen Rasse gezeigt. Manchmal sagen Bilder einfach mehr als 1000 Worte. Und ganz im Ernst, Leute, ich kann es absolut nicht akzeptieren, dass wir Tiere züchten, die operiert werden müssen, damit sie überhaupt überleben können. Damson, was ist denn heute mit den Videos los? Die sind irgendwie so traurig, ich weiß nicht. Ihr wisst, in 4 Stunden ist der Elternabend und wenn der stattfindet, sind wir alle am Arsch. Also bitte habt eine gute Idee, wie wir das verhindern können. Jens, wie sieht's bei dir aus? Also, wir könnten einfach unsere Klassenlehrerin kidnappen und in einem DHL-Paket nach Saudi-Arabien schicken. Jens, wir wollen den Elternabend verhindern und nicht im Knast landen. Egal. Kelvin, wie sieht's bei dir aus? Könnten Apfelmittel in ihren scheiß Kaffee und dann brennt ihr zwar die Puperze, aber immerhin kann sie nicht kommen. Gar nicht so schlecht, Kelvin, gar nicht so schlecht, aber das ist mir irgendwie nicht sicher genug. Fridolin, hast du eine Idee? In meinem Überraschungsei ist ein Pelikan drin. Verdammte Scheiße, Fridolin! Egal. Danny, bitte, du hast immer so super duper Ideen. Bitte sag mir, du hast auch heute eine auf Lager. Also, wir könnten doch einfach eine Fake-E-Mail von der von unserer Lehrerin erstellen und dann eine E-Mail schicken, dass es nicht stattfindet. Ist es, Danny, du bist der Beste. Wer von euch erstellt die Fake-Mail? Hab ich schon gemacht, aber habt ihr auch so Lust auf einen McFlurry? Was? Yo, so viele haben echt Angst vorm Elternabend. Ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir ist nie irgendwas passiert. Ist bei euch schon mal etwas wegen eines Elternabends passiert? Sind wirklich eure Eltern mal zurück nach Hause gekommen, waren richtig sauer auf euch? Bei mir halt nicht. Ich habe halt auch nichts gemacht. Ich war ziemlich langweilig als Kind. Ich war ein richtiger Streber. Bro, Katharina hat mich in ihrer private Snapchat-Story reingetan. Ich denke, es wird ernster zwischen uns. Kathi braucht Daddy. Oh, kennst du den Namen ihrer privaten Story? Ich bin auch drinnen. Aber ich kenne sie schon mittlerweile 8 Jahre. Deshalb. Okay, ja, ergibt Sinn. Ey, über was redet ihr? Über Kathis private Story. Kathi braucht Daddy? Du bist auch drinnen? Schlag ein, mein Kumpel. Boah, der hat gescheppert. Mach mal nochmal. Ich bin nicht nur in ihrer privaten Story drinnen, falls ihr wisst, was ich meine. Wer ist das? Mein Vater. Ja? Ich hab mich mit deiner Mutter getrennt. Was? Wieso? Die hat mich nur mehr genervt. Papa! Ist ja auch egal jetzt. Ich hab schon eine neue gefunden. Sie heißt Kathi. Und ich bin schon in ihrer privaten Snapchat-Story drin. Kathi braucht einen Daddy. Und ich bin ein Daddy. Ich bin ein Daddy. Oh Gott, allgemein das Ganze mit Snapchat. Snapchat hat so friedlich angefangen und dann, ja, die reden nicht drüber. Wir schauen weiter. Den Burger bitte. Geht's auch ohne Zwiebeln vielleicht? Klar, gerne. Und vielleicht auch ohne Tomaten und ohne Salat und ohne alles einfach. Also nur das Fleisch eigentlich. Ja, können wir machen. Aber können Sie das Fleisch vielleicht so zerstückeln und dann so Spaghetti und Tomatensauce drüber? Okay, also Spaghetti Bolognese dann? Nee, schon sehr gern den Burger, aber halt mit den paar Änderungen, die ich gerade gesagt habe. Oder nee, halt ohne Tomatensauce und Hack, aber dafür mit Speck und Ei. Also Spaghetti Carbonara? Nee, also schon den Burger. Halt paar extra Wünsche. Oder, nee, komm, ich nehme die 17. Ah, unsere Karte hat nur 14 Gerichte. Ah, ja, ich habe noch 3 draufgeschrieben. Ich lass mir doch nicht von der Karte vorschreiben, was ich essen soll. Aber Sie sind ja im Restaurant. Warum bringen Sie sich nicht gleich irgendwie eine eigene Karte mit am besten? Ey, witzig, dass Sie es gerade sagen. Habe ich gemacht. Also ich nehme von meiner Karte die 14. Also, Digga, das wär's ja. Ich habe noch nie irgendwas an meiner Bestellung geändert. Noch nie. Also ich habe schon immer geguckt, okay, hier sind irgendwie so Pilze drin. Das mag ich nicht. Dann lasse ich das einfach sein und guck was anderes irgendwie. Was gibt's da sonst noch so? Wisst ihr, was ich meine? Dieser eine Kumpel, dessen Mikro einfach kacke ist. So, Freunde, kann's losgehen? Alter Schwede, mach dein Mikrofon mal leiser, dann werde ich ja taub. Okay, dann mach ich's mal weiter weg. Jetzt müsste es eigentlich... Ja, also falls du jetzt noch was sagst, man hört dich nicht mehr. Ein bisschen näher ran. Ist jetzt besser? So ist perfekt, sehr schön. Lass anfangen. Ein paar Sekunden später. Oh, Jungs, von links, von links, von links. Digga, was sagst du? Man versteht kein Wort. Kauf dir mal ein besseres Mikro.
kleiner Hurensohn. Oh mein Gott, man kennt es. Der Slenderman existiert hier in Deutschland. Nee. Das Ganze klingt krass, aber ist scheinbar tatsächlich wahr. Hä? Ich denke, die meisten von euch werden den Slenderman kennen. Die gruselige Gestalt aus den gleichnamigen Spielen, die eben einen jagt und scheinbar teleportieren kann. Man würde natürlich davon ausgehen, dass sie reine Erfindung ist, aber genau so eine Kreatur soll es in Deutschland früher mal oder auch heute noch gegeben haben. April, April oder was? Und zwar gilt allgemein als Vorbild für den Slenderman der sogenannte Großmann. Eine seltsame Gestalt, die im Schwarzwald hier in Deutschland existiert haben soll, die aussah wie ein extrem großer Mensch mit seltsam dürrem Körperbau und einem weißen Gesicht ohne Gesichtsmerkmale wie Augen, Nase und Mund. Sprich, genauso wie der Slenderman. Er ist scheinbar echt. Jo Leute, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Zeit diese Geschichte jetzt stammt mit dem großen Mann aus dem Schwarzwald, aber es kann ja sein, dass irgendwann mal so ein riesiger Mann gelebt hat, der dünn war, eine Glatze hatte und einfach super weiß war, weil, like, ja, er lebt im Wald, er bekommt wenig Sonnenlicht ab. Es kann sein, dass so ein Dude einfach mal existiert hat und Menschen hatten Angst vor ihm. Und vielleicht wurde Slenderman ja davon inspiriert. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, wir schauen weiter. Können wir kurz Stoß lüften? Klar, kann ich machen. Oh Gott, das ist, bei Gott, das ist wirklich so. Das ist ein richtig lustiges Video gerade gewesen. Du wirst einfach kurz ein Fenster aufmachen. Zack, geht die Tür zu. Aber haut richtig drauf. Es ist wirklich so. Die Jungs, die machen heute Liegestütze und die Mädels, die können dann schon mal mit den Dehnübungen anfangen. Ne? Dann kommt denn wieder unser alter Sportlehrer mal zurück. Damals war alles viel besser. Was habe ich da gerade gehört? Ich meinte nur Liegestütze. Voll cool. Ah ja. Und hier bei den Liegestützen will ich natürlich nur eine korrekte Form sehen. Ne? Sascha, zeig uns doch einmal, wie das geht. Ja gut, kann ich gerne machen. Nice. Das sind jetzt aber keine richtigen Liegestütze, ne? Ja, warum denn? Brust bis zum Boden. Ich zeig euch mal einmal, wie das geht. So, ich bin wieder da. Da bist du ja wieder. Ich zeig deinen Schülern gerade, wie man richtige Liegestütze macht. Nicht mit der Brust bis zum Boden, sondern mit dem Bauch bis zum Boden hier, ne? Eins, zwei, drei. So macht man Liegestütze, ne? Simulant! Aber das mit den Dehnübungen, das stimmt. Das stimmt. Oh mein Gott, vielleicht war unser Sportlehrer auch ein Perversling. Freundschaft kündigen, Freunde. Dann ist es besser für uns beide, wenn wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Gut, dann noch viel Glück dir in deinem weiteren Leben. Danke, dir auch. Jeder geht einfach seinen eigenen Weg. Okay, 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 okay. Fuck you. Die kommt eh gleich wieder. Okay, ich hab mir das Ganze nochmal überlegt. Du kleines Miststück weißt einfach zu viel über mich. Ach was, ich könnte ein ganzes Buch über dich schreiben. Und ich könnte aus den ganzen Videos, die ich von dir habe, eine ganze Netflix-Serie drehen. Und deshalb werden wir immer beste Freunde bleiben, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen es einfach akzeptieren. Du bist geistig gestört, ich bin geistig gestört. Sowas werden wir nie wieder finden. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe noch nie eine Freundschaft gekündigt. Irgendwie, wenn es einfach nicht lief, haben wir uns einfach auseinandergelebt. Irgendwie nicht mehr geschrieben. Irgendwie nicht mehr irgendwie was unternommen. Und dann war es das irgendwie. Manchmal nicht mehr wirklich gewollt, es ist einfach so passiert. Einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Okay. Kennst du es, wenn in der Schulklasse es so einen Insider gibt, den alle benutzen? Ja. Bei uns in der Klasse war ein Insider, dass wir, wenn etwas cool war, haben wir gesagt, es ist pornös. Voll pornös. Das war in einer Zeit, wo Musik nicht einfach mal so krass zugänglich ist wie jetzt. Und einer aus meiner Klasse, der hat jeden Song irgendwie bei sich zu Hause gehabt. Okay. Der hat auch immer so Underground, Hip-Hop, R&B-Stuff. War dann so, boah, die ist voll nice, Mann, die Musik. Also easy, ich brenne eine CD. Hat er mir eine CD gegeben, nach Hause genommen, will die so hören. Einmal kommt so meine Mom ins Zimmer, sie sagt so, hier liegt so eine CD, was ist das? Guckt drauf und er hatte draufgeschrieben, pornös. Oh nein! Nein! Ich meinte dann, nein Mama. Das ist so ein Wort, was wir benutzen. Das heißt nicht das, was du denkst, was es heißt. Wie soll ich das erklären? Gott, peinlich natürlich. Vor allem, wenn die Mom das findet. Oh mein Gott. Ey Bro, lass mir die Affen wissen. Ja, Oha, wieso schreit sie so, Mann? Achtung, Achtung, Affe aus dem Gehege ausgebrochen. Bitte begeben Sie sich zum Haupteingang. Ich sehe gar keine. Da hinten ist er, schnappt ihn euch. Wo? Ich sehe gar keine.
Wir haben ihn! Ich lasse das Ganze unkommentiert. Ich schaue weiter. Ich brauche eure Hilfe, muss jemanden finden, der... Ich habe den Geldbeutel gefunden. Aber das Video erste, von davor. Okay. Das ist natürlich erstmal das ganze Geld rauszutun. Was? Der Bray hat irgendwie nur 2 Euro, die lasse ich ihm mal drin. Bruder, ich habe so viele Karten von dir. Und das ist erstens über der End, zweitens End. Das wäre bei mir genauso. Ihr würdet mein Portemonnaie finden. Einfach nur so mein Gesicht auf meiner Karte und dann irgendwie nicht mal 2 Euro, 5 Cent wahrscheinlich. So Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es ist, dann würde ich mich sehr über ein bisschen Unterstützung von euch freuen. Und zwar mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Und sonst würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer ihr, wann auch immer ihr das Video schaut. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.